So, da draußen in der weiten Welt, auf den diversen Marktplätzen, online oder auch physisch, werden ja sehr viele Sachen angeboten. Sehr viel Billigzeug, manchmal auch Schrott mit dabei, wo du denkst, so, wer kauft denn das eigentlich? Bis hin zu überteuerten Sachen, wo du denkst, so, da musst du schon ganz schön viel Lack gesoffen haben, um das überhaupt in Erwägung zu ziehen, zu kaufen. Das da ist unverschämter als Lego. Da frage ich mich schon, wer den Lack gesoffen hat. Der Verkäufer oder auch der Käufer, der das wirklich in Erwägung zieht zu kaufen. Und wenn das Ding jemand kauft, dann muss ich sagen, der Verkäufer ist dann doch ein Genie. Naja, bevor du 1 bis 2 Monatsgehälter oder gar noch deine Niere verkaufen musst, ein paar preiswertere Gartengeräte, die auch wirklich dir helfen können. Erstens die Broadfork oder Grabgabel. Hol die etwas massiveren Mistgabeln raus, aber nicht, um mich durch das Dorf zu jagen, auch wenn ich einen leichten Rotstich zum Beispiel in meinem Bart habe. Ihr braucht mich noch, vergesst das nicht. Und ihr wisst, ich bin ein Freund vom Nicht-Umgraben im Garten. Und deshalb, bevor er mich mit den Sachen abstecht, lieber mal den Boden damit richtig penetrieren. Falls Kinder zuschauen, ihr könnt ja gerne mal eure Eltern fragen, was das genau bedeutet. Wir stechen mit der Grabgabel, mit der Broadfork in den Boden hinein und lockern da ein bisschen, damit wir einerseits Sauerstoff in den Boden reinbekommen und der dadurch locker wird. Machen wir einfach aus dem Grund, weil wir nicht umgraben möchten, damit wir unseren Kollegen, die wir nicht in Stichen lassen sollten, die Mikroben und die Regenwürmer dadurch verletzen, weil wir da dadurch durch das Wenden auch Mikroben von unten nach oben bringen, die jetzt nicht an der Oberfläche sein sollten und die halt dann durch die UV-Strahlungen absterben oder halt auch austrocknen können. Bei den Regenwürmern machen wir halt deren ihre Gänge kaputt und die Bodenstruktur. Pilzmyzele können wir dann auch unter anderem dadurch verletzen. Wollen wir jetzt nicht unbedingt? Wollen wir jetzt nicht unbedingt, vor allem weil wir als Deutsche ja unsere Freunde nicht im Stich lassen sollten. Das sind Werte. Einerseits die billigere Variante mit der Grabgabel. Kann auch ein bisschen sportlich sein. Mir macht es auch sehr viel Spaß, mit ein bisschen Sprung und Schwung in der Grabgabel dann in den Boden reinzustechen. Oder wenn du halt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hast, mit einer Broadfork, ist eigentlich sozusagen von der Breite eine Doppelgrabgabel, wo du dann einfach dich draufstellst und dann auch mit den Henkel, mit der Vorrichtung alleine auch ein bisschen wippen kannst. Ist halt zum Beispiel rückenschonender, musst halt jetzt nicht so in die Knie gehen, wie jetzt zum Beispiel bei der Grabgabel. Wobei bei der Grabgabel das ein sehr gutes Training ist. Aber es kann ja sein, dass ihr halt Knieprobleme habt oder Rückenprobleme. Dann ist vielleicht die Broadfork auch eine bessere Lösung. Eine der wenigen Ausnahmen, wo das jetzt nicht unbedingt empfehlenswert ist, sondern den Boden dann doch ein bisschen tiefgründiger auflockern und umgraben, ist, wenn ein Boden so ein harter Lehmboden ist, dass es wie ein Beton ist. Da macht es keinen Spaß. War bei mir teilweise in den Anfängen so, boah, wenn ich zur Nachbarin rübergehe, die hat den noch. Im Sommer bräuchte ich eine Spitzhacke, um in den Boden reinzukommen. Aber mit der Zeit, mit den richtigen Bodenaufbereitungsmaßnahmen, musst du das nicht mehr machen. Und die Schneckenplage wird auch reduziert, weil du einen besseren Boden hast. Wenn du noch Mulch mit drauf tust, Küchenreste, haben die sowieso kein Interesse bei den Pflanzen, wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist. Und bis du diesen Prozess hast, kannst du die nächste nutzen, und zwar die Schneckenkragen. Da gibt es jetzt auch wieder mehrere Versionen, die du nutzen kannst, die Premium-Versionen oder auch die Brokey-Version, wenn du halt ein bisschen weniger Geld in der Tasche hast. Schneckenkragen sind Objekte, die du um deine Pflanzen rumsetzen kannst und aufgrund des Kragens die Schnecken diesen nicht überwinden können. So gesehen ist das ein unüberwindbares Schutzschild für deine Pflanzen. Einerseits gibt es hier etwas günstigere Variante mit so einem grünen, festeren Plastik oder wenn du halt dann wirklich komplett auf der Schiene gehst, kein Plastik bei mir im Garten, dann gibt es halt auch die Edelstahlversion, die halt ein bisschen mehr kosten. Oder wenn du halt dann wirklich so ein bisschen Upcycling machen möchtest und eine größere Fläche hast und dann denkst so, dafür möchte ich jetzt nicht so viel Geld investieren. Du kannst ja auch solche Eimer kaufen, in denen halt im Supermarkt die Cherry-Tomaten drin sind. Unten das rausschneiden, den Boden und dann damit deine Pflanzen auch beschützen. Wichtig ist halt, dass du auch in den Boden reingehst, sonst kriechen die dann unterhalb durch und du musst auch wirklich schauen, die Schnecken sind gewieft, die seilen sich auch ein paar Zentimeter runter, so wie sie es bei mir zum Beispiel im Tunnel gemacht haben. Schon recht interessant, wenn du beim Akt der Liebe die Schnecken zuschaust und das im Dunkeln und du erstreckst dich dabei. Also die kommen schon, die sind schon raffiniert, wie sie an deine Pflanzen rankommen. Also du musst auch schauen, dass da keine irgendeine Brücke da ist, wo sie halt über eine andere Pflanze dann reinspringen von oben rein. Die Schnecken hier am Köpfchen, die haben mit ihrem eigenen Schleim eine super Rankhilfe. Rankhilfen sind eine wunderbare Möglichkeit, um unsere Fläche zu erweitern, zwar nicht in der Breite, vielleicht hast du nicht das nötige Geld dafür, aber in die Höhe können wir dabei gehen. Zum Beispiel jetzt hier die Wand hier, wo die Bohnen und die Trauben wachsen, so ein schönes Spalier aufbauen.
gibt Tomatenstäbe, du kannst dir aus Bambusstäbe Ranghilfe machen, aufbauen für deine Bohnen, sind ja sehr viele Kulturen auch angewiesen dafür, was halt sehr nützlich ist, Ranghilfen anzubieten, sind zum Beispiel bei Gurken oder auch bei Melonen, weil sonst sich bei der Fläche ziemlich weit ausbreiten, mache ich zum Beispiel bei den Gurken, dass ich sie auch dadurch ausgeize und dadurch mein Anbau einfach viel effektiver wird. Das Milpa-Beet ist auch eine wunderbare Mischkultur, die uns das halt aufzeigt, wo halt dann die Bohnen den Mais als Ranghilfe nutzen. Tomaten auch eine klassische Kultur, die ja besser wächst, wenn man hier eine Ranghilfe zur Verfügung stellt, zumindest die. Aber da zu der besseren Möglichkeit als zu diese schrecklichen Tomatenstäbe komme ich da zum nächsten Punkt. Jedenfalls gibt es so viele Möglichkeiten, wie du Ranghilfen aufbauen kannst. Wie gesagt, die sehr kreative Variante ist halt mit Pflanzen, zum Beispiel mit dem Mais, oder auch du kannst Wein in Bäume reinleiten lassen. Das ist eine mega geile Idee. Bin auch überlegen, ob ich das mache. Ich habe das halt mal mit einer Gurke gemacht, dass ich die in den Baum reingeleitet habe. Günstigere Variante, Tomatenstäbe, Bambusstäbe. Man kann sich extra so Pflanzstäbe kaufen. Man kann vielleicht auch einen größeren Ast nutzen, der sich dafür eignet. Etwas höher im Preis und auch was fürs Auge ist, zum Beispiel so einen Obelisk sich anzuschaffen. Die Lösungen, die mir am besten gefallen, sind natürlich die kreativen Lösungen, indem man sich zum Beispiel selbst etwas baut. Wie zum Beispiel jetzt hier, wie gesagt, dieses Spalier, was wir uns selbst aufgebaut haben, aus Holz und mit Drahtseilen. Genau das gleiche wie mit dem Spalier bei den Trauben. Meine Patentante, bei dem in den Garten, das finde ich mega geil, die haben an der Terrasse auch so eine Art Pavillon gebaut, wo sie halt dann ihre Trauben durchranken lassen. Das ist richtig cool gemacht. Da wachsen dann die Trauben von oben runter, die Früchte, alles wird beschattet. Das ist so, wo ich mir sage, so, das ist kreativ, das ist idyllisch, sowas. Plane ich vielleicht auch mal in Zukunft was zu machen. Wird hier bestimmt auch voll cool kommen, wenn man hier so eine Überdachung mit dem Ding macht, so eine grüne Überdachung. Du kannst auch eine schöne Vorrichtung bauen, um deine Hauswand zu begrünen. Finde ich auch mega idyllisch. Nur bei Eva würde ich ein paar Vorsichtsmaßnahmen machen, dass die sich nicht ins Haus mit reinbohren, ihre Wurzeln. Auch Efeu, sehr schön jetzt im Oktober, November für Schmetterlinge und Bienen. Das letzte Mal ein wahrer Magnet, finde ich auch sehr schön anzuschauen. Und noch ein kleiner Tipp nebenbei mit den Bäumen und da Sachen reinranken lassen. Bei Kürbissen würde ich bei einigen Sorten etwas aufpassen. Beim Atlantic Giant zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt einem Baum so gut tun würde, Früchte von dem Kaliber irgendwie aufzunehmen. Außer du möchtest deinen Baum irgendwie loswerden und ihm auf eine Belastungsprobe stellen. Dann kommen wir zu der meiner Meinung nach besten Ranghilfe für Tomaten. Das sind die Tomatenhaken. Warum die viel besser als die Tomatenspiralen sind? Hauptgrund bei mir ist, ja, manchmal regt es mich dann doch auf, irgendwie die Tomaten da richtig reinzufädeln. Recht aufwendig, dauert ein bisschen lange. Und wenn die dann brechen, dann könnte ich mir wirklich immer wieder in die Faust beißen. Denke ich mir, warum bist du immer so grob? Weil Tomatenhaken passiert jetzt eher weniger. Da fädelst du einfach den Faden um die Pflanze rum und hängst halt oben an den Draht auf oder an irgendeinen Nagel, der halt hoch genug ist. Und hast halt die Tomate, die dann schön frei hängen kann. Sogar mehr als 1,80, wie bei den meisten Tomatenstäben. Sondern die Vorrichtung funktioniert einfach so, dass ich halt dann, wenn die Tomate oben an dem Haken zum Beispiel angekommen ist, dann kann ich ein bisschen mehr Seil runterlassen, mehr Faden. Leite ich die sozusagen ab auf den Boden, dann liegt dann die Tomate so wie eine Schlange auf dem Boden. Und ich kann halt hier immer auf angenehmer Körperhöhe dann für mich arbeiten und dann gleich wieder Rücken zu bekommen. Die Tomatenhaken nutze ich auch sehr gerne, um meine Gurken zu kultivieren. Genau das gleiche Vorrichtung funktioniert auch sehr gut. Problem bei mir dieses Jahr ist, ich habe halt Jute-Schnüre genommen, die ein bisschen zu dünn gewesen sind und bei einigen Tomaten, die halt jetzt viel Gewicht hatten, sind dann die Fäden gerissen. Also da auch ein bisschen gucken, dass ihr die Seile in entsprechender Qualität raussucht. Die Tomatenhaken sind meiner Meinung nach einer der besten Hilfsmittel, die du im Garten nutzen kannst. Genauso ein Top-Hilfsmittel sind zum Beispiel die Eimer, wodurch du auch Fleisch, gekochtes und Knochen, tierische Produkte im Allgemeinen verkompostieren kannst. Eine kleine Unterbrechung für den Sponsor des heutigen Videos, und zwar geht es um den Angel Juicer, den Entsafter, den ich schon seit 7 Jahren täglich bei mir im Einsatz habe, um frische, gesunde, nährstoffreiche und vitalisierende Gemüsesäfte zu pressen. Für mich sind die schonend kalt gepressten Säfte ein wichtiger Bestandteil in meiner Ernährung. Ich möchte sie gar nicht mehr missen. Sind so hydrierend, lecker und für mich ein Must-Have für all die Menschen, die sich gesund, bewusst ernähren möchten. Du kannst wunderbare, vitalstoffreiche Säfte kreieren. Grüne Säfte, Karotten, Sellerie, alles was etwas härter ist, eignet sich wunderbar, um mit dem Angel Juicer zu entsaften. Sehr hohe Saftausbeute und den Rest kannst du dann zum Beispiel auch bei dir im Garten nutzen als Schneckenablenkung oder du kannst dann daraus Brotcracker machen, indem du sie in den Dörrautomaten zum Beispiel steckst oder bei dir im Salat ein bisschen rumstreust. Über den Link in meiner Videos
Videobeschreibung kommt ihr zu meinem Safter, 10 Jahre Garantie. Und wenn ihr den Code PEACE bei eurer Bestellung mit eingibt, bekommt ihr noch zusätzlich Trinkflaschen geschenkt. Mit Hilfe eines solchen Eimers kannst du das bewerkstelligen. Allerdings würde ich nicht diesen Eimer nehmen. Es gibt bessere Alternativen, um seine ganzen Küchenreste, Fleisch gekochtes und so weiter zu fermentieren. Das ist für mich einfach nur eine 70 Euro Geldverschwendung. Die Menge, die ich bräuchte, müsste ich ein Vermögen ausgeben. Und die Sachen bekommt man eigentlich ganz einfach. In jeder Gastronomie gibt es so diese Lebensmitteleimer. Überall, wo halt irgendwie Essen zubereitet wird, in Kantinen, in Restaurants, Metzgereien. Da bekommt man solche luftdicht verschließbaren Eimer, die sind ein bisschen kleiner, das ist nicht ganz so schwer. Oder man holt sich halt wie ich, bekommt sie von meiner Nachbarin geschenkt. So diese Eimer von den Meiselknödeln sind auch luftdicht verschließbar, kann man alles dann wunderbar reinsetzen, hat man dann viel mehr Platz. Oder wenn du dann die XXL-Varianten dann gehen möchtest, Spanndeckelfässer oder 200 Liter Ölfässer, die dann gebraucht sind und ausgewaschen. Alles viel besser als diese Eimer. Und mit deren Hilfe kannst du dann im Fermentationsprozess deine Küchenreste dann ordentlich vorbereiten, damit du dann einfach bei dir in den Garten mit eingraben kannst, auf dem Kompost mit verteilen kannst, damit dann so das Bodenleben das sehr schnell umsetzen kann. Die werden das einsaugen. Und wichtig, du wirst keine Ratten oder andere Aasfresser anlocken. Ein wirklich guter Vorteil ist vielleicht dieser Abflusshahn hier. Den kann man aber auch selber machen. Aber wenn man das ganze Zeug nicht selber machen möchte und den einfachen Weg, habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Alle Sachen habe ich unten verlinkt. Wer es kaufen möchte, gerne. Na und zu guter Letzt etwas sehr Effektives für deine Voranzucht. Und zwar die richtigen Anzuchtplatten. Ich beispielsweise tue sehr viele meiner Sachen erstmal in Schalen aussehen. Und dann, wenn die Pflanzen groß genug sind, tue ich sie in solchen Anzuchtschalen pikieren. Beispielsweise mit dem Salat. Hat für mich einfach die Vorteile, dass jede Pflanze ihren Platz hat, um eine bestimmte Größe zu erreichen. Und dann kann ich sie dann ganz einfach von unten raushiefen. Und dann schön in die Erde mit reinsetzen. Vorteil von diesen ganzen Anzuchtplatten ist dann auch, wenn ihr die entsprechenden Untersetzerplatten habt, die ich mir auch besorgt habe, schön große Platten, fast einen Meter breit, kann ich dann auch die Platten ganz einfach rumtragen. Viele verschiedene Anzuchtplatten in unterschiedlichen Größen, wo man das alles nutzen kann. Ich habe so momentan so Anzuchtplatten aus dem gewerblichen Bereich, die dann so 50 Plätze beinhalten, wo dann zum Beispiel die Salatpflanzen sich sehr gut entwickeln können. Anzuchtplatten für ein effektives Wachstum, sparst du hier auch jede Menge Zeit, hast dann gesunde Pflanzen, kannst du dann ganz einfach raussetzen. Es ist kompakter und du sparst Platz und Erde sparst du dir auch noch dabei. Und jetzt bist du gefragt, welche Top-Gartengeräte habe ich jetzt nicht genannt, sind aber für dich unerlässlich im Garten. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Weitere Videos von diesem Kanal findest du hier. Tipp Permakultur. Vielleicht interessiert sich auch ein bisschen für die Gesundheit, vegane, pflanzliche Rohkost. Kanal auch kostenlos abonnieren und wie immer, die Natur hat es bitter nötig, werd zu einer Samenschleuder. Also geh da raus in die Natur, frische Luft, Sonne, goldener Oktober, nachdem du noch weitere Videos von mir angeschaut hast. Erst